Morgen, heute ist in Morning News aus einer anderen Perspektive. Ich dachte eigentlich, ich kriege es hin, meinen Hund mit aufs Sofa zu bekommen. Ich probiere es mal. War Wunsch von ein paar Lesern. Fallon, komm mal her. Komm her, Dicker. Ja, komm her. Nochmal Platz. So, scheint also irgendwie zu klappen. Also heute Morning News mal mit Hund. Was gibt's Neues? Oh Gott. Was gibt's Neues? Ja, Wetter in der Südwestpfalz, blauer Himmel und denkt daran, zwischen 7 und 8 haben wir wieder unsere reduzierten Karten für die E-Commerce Live in Düsseldorf. Den passenden Link dazu findet ihr unterhalb des Videos. Ja, heute startet in Berlin die K5. Das ist auch eine ganz, ganz, das wird aber ein Chaos hier. Startet in Berlin die K5. Das ist in meinen Augen mit einer der wichtigsten E-Commerce-Veranstaltungen dieses Jahr. Ich finde es recht großartig, dass dort ihr wirklich auch so die Top-Vertreter des deutschen E-Commerce, also im Wesentlichen sehr, sehr große aus den Top 1000 Unternehmen findet. Und einer der wenigen Veranstaltungen, wo es auch mal geschafft wird, dass sowohl eBay wie auch Amazon, zwar nicht gleichzeitig, aber doch auf derselben Veranstaltung auf der Bühne stehen. Adam Sherman und Markus Schöberl sind dort. Ja. Kann man viel mitnehmen, kann man auch mal gerade als kleiner oder mittlerer etwas über den Tellerrand schauen. Vielleicht bin ich geduscht. Über den Tellerrand schauen. Tolle Veranstaltung. Da gucken wir mal, was wir noch haben als News. Sind heute nicht viele. Google Pay ist ja jetzt nun in Deutschland veröffentlicht oder gelauncht worden. Das bedeutet, dass sich die ein oder anderen jetzt auch sehr schön damit auseinandergesetzt haben und ein bisschen mal erklärt haben, wie Google Pay funktioniert. Schaut einmal auf den Link, den ich auch unterhalb des Videos gleich teile. Mike Klotz, ein erfahrener Payment-Berater, hat einmal zwar nur für Gastronomen, aber trotzdem halt auch übertragbar auf andere Branchen, so ein bisschen Google Pay aus Sicht des Anwenders, sprich aus Sicht des Shop bzw. des Gastronomens beschrieben, was man da zu beachten hat. Okay, der HDE hat einen wunderschönen Zahlenspiegel veröffentlicht und gibt in dem Zahlenspiegel, das sind zig Seiten, so ein zig Seiten PDF, ist im Übrigen kostenlos, Link unterhalb des Videos, gibt einen ganz, ganz hervorragenden Einblick in die gesamtwirtschaftliche Entwicklung des deutschen Handels, nicht nur des Onlinehandels, sondern auch des stationären, betrachtet ein bisschen die Bevölkerung. Ein ganz, ganz tolles Zahlenwerk, auch eine tolle Sammlung der Umfragen, die der HDE gemacht hat. Da kann man sich dann schon mal recht gut bedienen, wenn man sich Fragen beantworten möchte, wie es denn ums eigene Geschäft steht, beziehungsweise wie man halt auch regional Dinge betrachtet. Also ein tolles Zahlenwerk. Den Link darunter, den Link findet ihr unterm Video. Noch verloren. Tausende indische Händler haben in Indien gegen die Übernahme von Flipkart durch Walmart protestiert. Sie sehen dort insbesondere eine Behinderung ihres eigenen Handels. Die Gefahr, die sie erkennen, ist, dass durch die Dominanz und durch die Paarung von Walmart bei Flipkart, sie ihren Handel halt nicht mehr in der Form frei gestalten können. Sie sehen sich halt dadurch eingeschränkt und sind halt auch notfalls bereit, dafür zu klagen. Spannend finde ich die Zahl, die genannt worden ist. 1000 Händler, das ist halt schon ein Knaller. Ja, das war es auch mit den News heute mal mit meinem Hund verloren. Ich hoffe, ich habe jetzt das Versprechen gegenüber dem Kunden, sage ich schon, verloren, gegenüber euch eingelöst.
Aber glaubt mir, ich mach's nicht nochmal. Das ist schon ein bisschen komisch, wenn man hier einen Hund, ja, fand ich ein bisschen guter, vor sich sitzen hat. Also, habt einen schönen Tag und viel Spaß, viel Reibach, ja, auch viel Umsatz. Und lasst es euch gut gehen und genießt den Tag. Bis dann, tschüss.